Das Ortsbild und die Geschichte von Disentis sind stark durch das Benediktinerkloster geprägt. Disentis leitet sich von Desertina ab. Das heisst so viel wie ein Öde. Anfangs vom 8. Jahrhundert hat der Mönch Sigisbert eine Zella in der Desertina gebaut. Der einheimische Placidus hat ihm dabei geholfen. Dem Landesherr hat die Unterstützung aber überhaupt nicht gepasst und hat ihn zum Tod verurteilt. Der Bischof Ursizin hat danach in der Mitte des Jahrhunderts über den Grabstätten von Sigisbert und dem Placidus ein Kloster gebaut. Das ist dann zum kulturellen Mittelpunkt der Region gewachsen. Seit dem Jahr 1880 führt das Kloster zudem noch ein bekanntes Gymnasium mit Mönchen als Lehrkraft. Zu Disentis gabelt sich auch die Strasse zum Lukmanier und zum Oberalppass. Zudem hielt da auch das Netz von der Rätischbahn auf und das Gleis von der Matterhorn-Gotthardbahn fährt weiter. Disentis ist erst seit 1967 eine eigenständige Gemeinde.